ETF einfach erklärt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video erkläre ich dir die Grundlagen und die Grundsätze eines ETFs. Was ist denn eigentlich ein ETF? Ein ETF, also wie man hören kann, kommt das aus dem Englischen und das heißt Exchange Traded Fund. Auf Deutsch übersetzt geht es hier um einen börsengehandelten Fonds. Ganz wichtig ist, es kursiert immer noch das Gerücht, dass ein ETF auch immer ein Indexfonds ist. Das kann sein, muss aber nicht sein. Es ist also nicht zwingend. Es ist vielmehr ein offener Investmentfonds. Und der Investmentfonds investiert halt einfach in unterschiedliche Anlagemöglichkeiten. Da der ETF offen und frei gehandelt werden kann, wird dieser auch an Börsen gehandelt. Und das ist die einfachste Möglichkeit, eben auch um ein ETF zu kaufen. Voraussetzung ist auch dafür, dass du eben ein Depot hast bei einem Broker, sodass du Produkte von den Börsen auch kaufen und handeln kannst. Der Fonds kann passiv oder auch aktiv sein. Auf die Details gehe ich dann noch später ein. Und was noch ganz wichtig ist, das Synonym Indexfonds ist als solches eigentlich falsch, da es auch diverse andere ETFs gibt, die nicht in einen Index investiert sind. Wenn es um ein Finanzprodukt geht, finde ich es immer als ganz wichtige Frage und als erste Frage zu klären, wer profitiert davon, wenn ich mir dieses Produkt kaufe und der Anbieter, wovon lebt der? Wie verdient derjenige sein Geld? Denn ich zahle ja auch bestimmt etwas dafür, dass ich ein ETF kaufe. Zum einen verdienen die Börsen daran, dass ich dort ETFs handle. Anhand der Börsengebühren, die Gebühren, die halt Börsen für jeden Handel eben aufschlagen, dass man da dort überhaupt handeln darf. Die Fondsanbieter, die Fondsherausgeber oder die Fondsemittenten, such dir ein Wort aus, was dir am besten gefällt, die haben eine Gesamtkostenquote. Im Englischen nennt man das Total Expense Ratio oder TER oder TIER. Das ist ein Begriff, der wird häufiger genannt. Das heißt, wie viel oder wie hoch sind die Kosten, die dieser Fonds im Jahr verursacht? Das heißt zum Beispiel, wenn ich mit 100 Euro in einem Fonds investiert bin und ich habe eine Gesamtkostenquote von 0,9%, dann sind das aufs Jahr gerechnet 90 Cent, die der Fondsanbieter eben verdient. Die TIER, das heißt die Gesamtkostenquote, liegt in der Regel zwischen 0,2 und 0,9%. Diese Werte können aber auch abweichen. Weiterhin ist noch zu beachten, dass Anbieter eine hohe Machtposition durch hohe Investitionen haben können. Zum Beispiel BlackRock ist eines der größten ETF-Herausgeber. Die BlackRock ETFs nennen sich iShares und dadurch kann natürlich ein großer Anbieter eine gewisse Marktmacht ausspielen. Nichtsdestotrotz sind zum Beispiel BlackRock ETFs nicht die teuersten am Markt. Worin wird bei einem ETF eigentlich investiert? Das ist bei einem physischen ETF relativ einfach zu erklären. Das sind in der Regel tatsächliche Aktien. Habe ich zum Beispiel einen DAX-ETF, dann versucht dieser ETF-Betreiber, die Aktien, die sich im DAX befinden, eben so gut es denn geht, nachzukaufen und auch der Anteile, das heißt der Marktkapitalisierung nach, entsprechend in dem ETF nachzubilden. Wesentlich komplizierter wird das bei der nächsten Option, und zwar kann der Anbieter auch in Derivaten investieren. Das können zum Beispiel Tauschgeschäfte sein wie Swaps. Also Tauschgeschäfte heißen im Englischen halt einfach Swaps. Diese Swaps basieren einfach auf Verträge. Verträge gehen zwei Vertragspartner ein, um diese Verträge dann später sich gegenseitig zu erfüllen. Und die verpflichten sich dann gegenseitig dazu, Leistung zu erfüllen. Und diese Verträge, die dort eingegangen werden, die sollen das Investment des ETFs einfach widerspiegeln. Es sind natürlich auch noch andere Derivate möglich, wie ein ETF das Vermögen der Anleger investiert. Wie du jetzt schon festgestellt haben solltest, ist das nicht ganz so einfach zu verstehen. Das ist auch ein synthetischer ETF, das heißt, er ist nicht physisch, nicht faktisch in den Akten eingekauft, sondern er besteht hauptsächlich aus Verträgen. Und noch ein Hinweis hier an dieser Stelle:
Meiner Meinung nach, je komplizierter ein Finanzprodukt ist, desto eher sollte man es nicht kaufen, wenn man es denn auch nicht genau verstanden hat. Denn ansonsten kannst du das Risiko nicht einschätzen und nicht richtig beurteilen. Und die meisten Privatanleger, denen wird es wohl so gehen, dass die dieses Produkt zum Beispiel nicht abschließend verstanden haben. Welche Anlagenstrategien gibt es? Indexfonds zum Beispiel, das sind die bekanntesten. Indexfonds ist ja auch ein Synonym, ein falsches Synonym für ETFs. Aber zum Beispiel spiegeln viele ETFs eben einen Index wider, wie zum Beispiel den DAX oder den Dow Jones. Es können auch Branchenindizes wieder gespiegelt werden, wie zum Beispiel der TechDAX oder der Nasdaq Composite. Diese Indizes beinhalten zum Beispiel Technikunternehmen aus Deutschland bzw. den USA und damit ist man schon mehr in einer bestimmten Nische investiert. Außerdem gibt es noch Regionindizes, zum Beispiel für Schwellenländer wie zum Beispiel Russland oder Brasilien oder andere Länder, China zum Beispiel auch, wo man sagt, hey, in diesem Land kann es ein wesentlich höheres oder stärkeres Wirtschaftswachstum geben als in anderen Ländern, zum Beispiel USA oder Deutschland, wo das Wachstum dann durchaus geringer ist. Denn in den Ländern wird dann zum Beispiel in den größten 20, 30 Unternehmen investiert, wo der ETF-Emittent mit dem höchsten Wachstum eben rechnet. Außerdem gibt es Strategieindizes, zum Beispiel auf Rohstoffe, Immobilien oder auch erneuerbaren Energien. Hier solltest du darauf achten, wenn du zum Beispiel in Rohstoffe investierst, das ist natürlich auch eine moralische Frage. Ich zum Beispiel habe kein Problem damit, in Gold, in einem Rohstoff Gold als solches zu investieren. Wo ich aber Probleme mit hätte und was ich auch definitiv selbst nicht mache, ist zum Beispiel in Lebensmittel oder in Wasserrohstoffe investieren. Denn damit gibst du gewisse Rohstoffe, die in anderen Ländern nur schwer verfügbar sind, wie zum Beispiel Wasser in Afrika, den Spekulanten zum Preis. Und das bedeutet in der Regel, dass dieser Rohstoff vom Preis her steigert. Das ist nicht so gut. Interessant finde ich es noch, dass man zum Beispiel auch in erneuerbaren Energien investieren kann. Das heißt, dort werden, je nachdem wie der ETF aufgebaut ist, Aktien von Unternehmen, die eben erneuerbare Energien produzieren, entwickeln oder eben auch einfach bauen und installieren, investiert. Und dass diese Unternehmen dann mit frischem Kapital versorgt werden, finde ich wieder relativ unterstützenswert. Aber wie gesagt, wie du das nun moralisch siehst, ist deine Sache. Ich finde diese ETFs eigentlich verhältnismäßig spannend, aber du musst auch darauf achten, dass es immer eine risikoreiche Investition ist, denn ob ein Unternehmen zum Beispiel aus einem erneuerbaren Energiesektor wirklich erfolgreich ist, ist immer noch eine ganz andere Frage, beziehungsweise ob der Sektor, in dem der ETF investiert, erfolgreich sein wird. Wie sicher sind eigentlich ETFs? Wie du schon festgestellt hast, gibt es eigentlich im Großen und Ganzen zwei unterschiedliche Typen von ETFs. Das sind physische und synthetische. Und demnach ist es auch abhängig davon, wo du investierst und was auch noch wichtig ist, welche Anlagestrategie verfolgt eben der ETF. Und dort würde ich erstmal die Gruppen, wenn man die groß und umfangreich erfassen möchte, sagen, dass wenn du einen physisch breit aufgestellten, weltweit investierenden Fonds eines großen Anbieters hast, dort kaufst, dich einkaufst, dass das Risiko verhältnismäßig gering ist oder sehr gering ist. Und wenn du einen synthetischen Fonds, der schmal und regional investiert ist und von einem kleinen Anbieter herausgegeben wird, dass das Risiko dann schon verhältnismäßig hoch ist. Beispiel die Subprime-Krise 2006 hat das angefangen, 2007, 2008 und so weiter. Es ist ja Geschichte mittlerweile. Dort ging es um die Nische, hauptsächlich in den USA, um Immobilien, Finanzprodukte von privaten Anlegern, die dann immer wieder von institutionellen Anlegern, also hauptsächlich Deutsche Bank und anderen Großbanken, immer wieder weiterverkauft worden sind mit sehr hohen Renditen. Und das war letztendlich eine ziemlich große Blase. Passive oder aktive ETFs. Die meisten Indexfonds sind passiv und spiegeln somit so nah als möglich einen Index wider. Zum Beispiel den DAX. Im DAX befinden sich 30 Unternehmen mit unterschiedlichen Anteilen, je nach Marktkapitalisierung. Und genau diese Anteile kauft sich quasi das Unternehmen, das den Investment-ETF rausgibt,
nach, sodass quasi der Verlauf, das heißt die Wertsteigerung oder auch die Wertdezimierung, sich fast 1:1 wie ein Index verhält. Dann gibt es auch noch aktive Indexfonds. Die gewichten je nach Anlagestrategie einige Positionen abweichend vom Index. Gibt es zum Beispiel Unternehmen, die dieser ETF-Betreiber für besonders sinnvoll erhält, erhöht er eben die Anteile. Oder auch Unternehmen, die eine Gefahr darstellen oder wo der ETF-Herausgeber nicht mit so hohen Renditen rechnet, dann werden diese eben aus dem ETF rausgeworfen beziehungsweise dessen Anteile einfach minimiert. Außerdem gibt es auch Strategieindizes, die sehr oft gemanagt sind. Das heißt, da wird aktiv und laufend Einfluss auf die Anteile der Beteiligung und den Relationen, den Verhältnissen zueinander eben ausgewirkt. Und je nachdem, wie der ETF-Herausgeber eben die Marktsituation beurteilt, wird er dort eben die Anteile erhöhen, reduzieren oder auch Unternehmen reinnehmen oder eben auch rauswerfen. Die Vorteile von ETFs. Zum einen gibt es relativ geringe Einstiegs- und Verwaltungskosten. Gerade wenn du dir so einen Index kaufst, kannst du überlegen, bevor du 30 Aktien kaufst, kaufst du ein Produkt. Dadurch sind die Kosten wesentlich geringer und auch die Verwaltungskosten bei vielen Index-ETFs liegen bei 0,2%, was verhältnismäßig gering ist. Die ETFs sind relativ breit in der Regel aufgestellt und damit wird das Risiko gemindert. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch einen ETF, der die größten 30, 40, 50 Unternehmen der Welt abdeckt, komplett auch in unterschiedlichen Ländern. Das heißt, wenn es mal eine Krise in Europa gibt oder in China gibt, dann wird dieser ETF nicht einfach nach unten fallen, wie zum Beispiel ein ETF-Index in China. Nur ein Beispiel. Weiterhin sind Investitionen auch schon mit relativ wenig Geld möglich. Die ETFs kosten in der Regel irgendwas zwischen 10 Euro und 80 Euro pro ETF, pro Einheit quasi. Und das heißt, wenn ich 100 Euro habe, kann ich mir schon ETFs kaufen und dort investieren. Außerdem bieten diverse Broker auch ETF-Sparpläne an, wo ich monatlich zum Beispiel mich mit 50 Euro oder 100 Euro einkaufen kann, ohne besondere oder erhöhte Gebühren zahlen zu müssen. Das ist für den kleinen privaten Anleger, der auch nicht so viel Geld hat, nicht so viel selbst managen möchte, verhältnismäßig sinnvoll. Index-ETFs sind relativ einfache Finanzprodukte, gerade wenn sie eben passiv gemanagt werden und sie auch physisch gekauft werden, das heißt die Aktien auch physisch schon oder durch den Investmentfonds gekauft werden, dann sind das Produkte, die auch der einfache Privatanleger relativ einfach durchschauen kann. Außerdem kannst du, wie ich schon mitgeteilt habe, kostengünstig relativ gestreute Strategieanlagen nutzen, dadurch, dass du anstatt 50 oder was weiß ich, 20, 30 Unternehmen aus dem Sektor der erneuerbaren Energien selber kaufst und für jedes Unternehmen, für jeden Aktienanteil eine Börsengebühr, eine Kaufgebühr zahlen musst, kannst du so in einer Vielzahl von Unternehmen dich kostengünstiger, breiter aufstellen. Außerdem sind die meisten Investitionen Sondervermögen und werden nicht direkt über den Herausgeber des ETFs bilanziert, denn das ist nicht das Vermögen des Unternehmens, das den ETF verwaltet. Beziehungsweise ist es in der Weise Sondervermögen, dass, wenn es mal zu einem Insolvenzverfahren kommen sollte, dieses Vermögen deines ETFs nicht in die Insolvenzmasse fließen kann. Die Nachteile von ETFs, die gibt es natürlich auch noch. Zum einen gibt es sehr risikoreiche ETFs. ETFs werden immer mit verhältnismäßig sicheren Anlageprodukten dargestellt. Da gibt es also ein gewisses Narrativ und das ist nicht immer so. Wenn ich zum Beispiel in eine Nische investiere, zum Beispiel in einen Schwellenmarkt wie zum Beispiel Russland und dann gibt es dort vielleicht eine Krise, vielleicht auch einen Krieg irgendwo in der Region, dann kann es sein, dass der ETF unverhältnismäßig stark abschmiert.
Was auch noch ein Nachteil sein kann, ist, dass man relativ breit investiert ist und somit auch moralisch fragwürdige Unternehmen, wie zum Beispiel, das ist auch wieder eine moralische Frage, zum Beispiel Bayer kauft, wozu er jetzt Monsanto gehört, die Glyphosat im Tee herstellen. Das heißt, diese Unternehmen unterstütze ich auch, wenn ich ein DAX-ETF kaufe. Über solche Dinge sollte man immer nachdenken zumindest. Nestle ist zum Beispiel auch so ein Unternehmen, was man nicht zwingend fördern muss. Volkswagen, weiß ich nicht genau, die haben ja schon betrogen, also es ist ein Betrügerunternehmen. Andererseits investiert Volkswagen jetzt auch relativ viel Geld in alternativen Antriebsmethoden, also in Elektrofahrzeuge. Rheinmetall stellt zum Beispiel Rüstungsprodukte her. Das sind Kriegsgeräte, die auch im Nahen Osten in der Regel eingesetzt werden. Und ob man nun das zwingend mit seiner Investition fördern muss, ist eine Frage, die muss jeder für sich beurteilen. Ich würde an dem Aktienmarkt bzw. ETF-Markt möglichst solche Anlageformen, zum Beispiel ein DAX-ETF, meide ich deswegen, weil ich in solchen Unternehmen nicht investiert sein möchte. Das ist aber, wie gesagt, eine persönliche und eine moralische Entscheidung. Außerdem kann ein Nachteil sein, dass dir die Investitionsentscheidung abgenommen wird. Das heißt, was genau mit dem Anlageprodukt zukünftig passiert, das ist umschrieben, aber was genau damit passiert, darauf hast du keinen direkten Einfluss, außer dass du dieses Anlageprodukt verkaufen kannst, kann Vorteil, aber auch ein Nachteil sein. Außerdem müssen Indexfonds, die passiv einen kompletten Index widerspiegeln, auch in schlechten Aktien investieren, wo man eigentlich sagt, Mensch, das ist ein Unternehmen, da würde ich jetzt nicht investieren, weil das hat nicht so rosige Aussichten wie zum Beispiel Volkswagen in der Dieselkrise quasi. Und trotzdem mussten passive DAX-ETFs genauso in Volkswagen investiert sein, wie eben die Marktkapitalisierung im DAX bei Volkswagen zu dem Zeitpunkt vorhanden war. Außerdem kann ein ETF dauerhaft teurer sein. Wenn ich zum Beispiel nur Siemens-Aktien haben möchte und die 20 Jahre lang halte, dann kann ich mir ausrechnen, dass ich jedes Jahr, was weiß ich, 0,3-0,4% durch das Halten eines ETFs vergleichsweise dann verloren gehen. Wenn ich davon ausgehe, dass ich sowieso eine Aktie 20 Jahre lang halten möchte, kann das schon günstiger sein, wenn ich eben höhere Stückzahlen auf einmal kaufe. Außerdem gibt es noch oder kann es einen Nachteil dadurch geben, dass man nicht weiß, was bei einem Crash konkret mit einem ETF passiert, besonders mit synthetischen ETFs, wenn zum Beispiel diese Swaps, diese Verträge am Ende durch irgendwelche Gründe nicht eingehalten werden können, du dein Geld deines ETFs dann quasi nicht mehr wiederbekommst. Das kann ein Risiko sein, was da genau passiert, kann dir niemand sagen, aber es ist halt einfach ein Risiko. Außerdem wären gute Unternehmen, die nicht in einem Index sind, benachteiligt. Das heißt zum Beispiel, im DAX sind die 30 größten Unternehmen investiert, dadurch, dass sehr, sehr viel Geld in ETFs investiert wird, die wiederum in Indizes investieren, wie zum Beispiel den DAX, kann es schon ein wenig problematisch sein, wenn du eben nicht zu den 30 größten Unternehmen gehörst, sondern du bist das 31. größte Unternehmen und du kommst nicht an diese Geldspritze, was durch den DAX eben gegeben ist, ran. Und dadurch kann es auch eine Wettbewerbsverzerrung geben. Das heißt, die Unternehmen, die im DAX einfach vorhanden sind, werden immer besser finanziert und gekauft als die Unternehmen, die nicht im DAX sind. Das heißt aber nicht, dass diese Unternehmen schlechter sind. Wie gesagt, dadurch kann es und kommt es wahrscheinlich auch tatsächlich zu Wettbewerbsverzerrung. Jawohl, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich bedanke mich fürs freundliche Zusehen. Weitere wichtige Links zu ETFs und eine Übersicht zu ETFs findest du in der Beschreibung zu diesem Video. Und damit du in Zukunft kein Video mehr verpasst, kannst du diesen Kanal auch kostenlos abonnieren. Hinterlass mir deine Meinung in den Kommentaren und gib mir einen Daumen nach oben, denn dann freue ich mich auch. Und bis zum nächsten Video dann. Ciao!